Herzlich willkommen zum fünften Film unserer siebenteiligen Bockjagd-Serie, welche wir im Mai 2021 zusammen mit TTA-Jagdreisen in Polen gedreht haben. Und dann das Allerbeste finde ich ja diese lange Fahne. Ja, ein ganz kräftiges Weidmannsheil. Herzlichen Dank, Max. Herzlichen Dank. Wahnsinn! Es ist absolut Wahnsinn, was hier los ist. Max ist so ein krasser Jagdführer. Ja, Leute, heute ist Silly dran, einen Bock zu erlegen. Und Max meint hier in der Region, es geht auf jeden Fall ein passender, guter Bock. Und ich nehme die Waffe, trage den Zielstock und Zilli schießt ihn dann. Und schauen wir mal, ob das was wird. Wir gehen jetzt einfach mal stumpf durch das Weizenfeld bis zur nächsten Rapskante und schauen mal, ob irgendwo ein Bock zu sehen ist. Hier in der offenen Fläche ist es natürlich so, dass der Bock nicht so viele Möglichkeiten hat zum Fegen. Und wenn dann hier so ein Busch in der freien Landschaft steht, ist auch klar, dass da die Plättstelle sein muss. Und guckt euch das mal an hier. Also hier ist alles freigekratzt und auf der Höhe hier, bei mir hüfthoch, hat der Bock gefegt. Also das macht auf jeden Fall nur ein ordentlicher Platzbock, sag ich mal. Und den müssen wir jetzt nur irgendwie finden. Ja, Leute, ich habe einen Bock entdeckt, sehr hoch auf. Der ist jetzt so 500-600 Meter von uns entfernt. Und wir versuchen mal, ob wir da rankommen, sodass Silly ihn erlegen kann. Silly, du hast auch mal Lust, oder? Mhm. Silly. Noch 10 Meter und dann müsstest du ihn, glaube ich, sehen. Da ist er. Mach dich fertig. Der linke, oder? Ja. Bär! Wenn sie hören? Hab ich. Bär! 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 Bert! Ich heul. Vor der Kante musst du bereit sein, ja? Jetzt.
Und? Ich habe Jagdfieber. Meinst du, hast du getroffen? Silly? Ich hoffe mal. Also getroffen hast du ihn auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken? Ja, wir gucken gleich mal. Ja, Leute, also, Silly ist sich nicht ganz sicher, ob sie gut abgekommen ist, ne? Ich glaube schon. Und ja, das Videomaterial sieht jetzt für mich, also meiner Meinung nach, was ich so auf dem Bildschirm gesehen habe, sieht so aus, als wenn die Ricke aus dem Solloch ausgewechselt wäre und der Bock nicht. Das wäre halt ein sehr gutes Zeichen, sag ich mal. Es waren auf jeden Fall 200 Meter, also kein einfacher Schuss. Und über 200 Meter. Ja, ganz knapp. Auf jeden Fall schauen wir jetzt einfach mal nach. Ich habe mir gemerkt im Film, wo er in Solloch eingewechselt ist, genau neben dem Biberfraß. Ja, schauen wir mal. Dich repetiert hast du, ne? Ich konnte leider jetzt nicht über diesen Graben rüberspringen, aber Paul ist für mich rübergesprungen und er hat ihn angeblich gefunden. Jetzt bin ich natürlich umso doller gespannt. Das ist halt leider echt zu breit für mich. Sieht aber gut aus. Und Paul lacht. Mir ist jetzt richtig warm geworden. Das war mal ein weiter Schuss. Ja, war's. Ich zeige ihm mal in die Kamera. Ist das ein Bock? Papa. Weidmannsheil. Das ist ein Bock. Das ist ein Bock. Du holst einen Spießer und einen Sechser und jetzt hast du beides zusammen. Fast ist ein Gabler, ne? Ja, ja. Alt, ne? Jo. Ja, also ich sag 4. Aber. Meinst du, ich denke, es ist älter. Weg, Marcel! Bitte. Danke. Weidmanns Heil, Silly. Weidmanns Dank. Gute. Select. Select. Ah, gut, Select. Super. Super. Okay. Ja, Leute, schaut es euch an. Rosen ganz unten. Lange Stangen. Also wenn ich so mache, dann sind das genau 26 cm. Und er hat genau 26 cm. Oder 25 aber. Und darum geht es auch gar nicht. Seht euch die Rosen an. Seht euch die Stangen an. Perfekt. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Stark im Wildbett, ne? Ja, ein Riesenbock, ne? Und ich habe gerade noch so ein Kapital da gesehen. Echt? Sechser. Echt? Und da muss man sich einfach in die Strohbahn reinsetzen. Ansetzen.
mein Lieblingsvorbild. Philly? Ja. Der ist leicht abnorm. Hoffentlich. Wie bitte? Hast du gemessen, wie weit? Ja, 140. Perfekt, dann gehen wir hin. Der liegt. Ganz lieb. Nimm du die Waffe. Geh rechts ein bisschen. Ich hab so nasse Beine jetzt, ne? Ich habe so nasse Beine vom Raps. Ich auch. Hallo? Komplett grau. Saurer Schuss. Waldmanns Heil! Waldmanns Dank! Ja, da war ich hier oben relativ dick gestanden, ne? Ja. Aber die Abnormität, die du gesehen hast, die sehe ich jetzt nicht. Ja, du guck ihn mir mal von vorne an. Ja? Dann siehst du, dass er da so einen kleinen Schwung drin hat. Ja. Okay. Waldmanns Heil. Waldmanns Dank. Zeig uns schon unser Pirschführer. Marcel. Danke. Gute. Schön Rapsbruch, Silly. Ja. Passt zur Haarfarbe. Wenn ich die Haare auch wieder durchziehe.
vor. Ja, Leute, ich habe gestern Abend den abnormen Bock ausgeguckt und er steht hinter mir in der Wiese und den soll Silly jetzt erlegen und den gehen wir jetzt an. Sauerschuss. Ja. Ich hab nicht drüber nach. Sehr gut. Lass mich mal drüber fahren. Ja. Top. Und? Ich hab Jagdfieber. Was denkst du, ist das für ein Bock? War das der mit den Spießen nach hinten? Ja. Doch, glaubst du? Aber so alt ist der noch nicht, oder? Wir werden es sehen. Das ist die Ziege. So viel dicker als die anderen. Ja, weil er ein bisschen abnorm ist. So, Silly, da liegt er, dein dritter Bock der Polenreise. Ein leicht abnormer Bock. Und relativ alt. Der macht Spaß, oder? Ja. Also auch diese verschiedenen Rosen, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dein erstes Stück Wild mit der 300 Windmark, ne? Oh ja. Und ging das? Ja, man hat schon gemerkt. Waldmannsheil. Waldmannsdank. Oh, da hinten schrecken noch mehr. Ja. Im sechsten Teil unserer Bockjagdserie könnte Gerold bei einer wirklich herausfordernden Pirsch auf einen ganz besonderen Bock begleiten.